Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung OrgaTV. Mein Name ist André. Die heutigen Themen für euch sind zum einen, unser erster Beitrag handelt von dem Deutschkurs der Uni für Flüchtlinge. Unser Team hat dort eine Unterrichtsstunde begleitet und für euch zusammengefasst. Und dazu habe ich noch einen Tutor des Kurses, Nabil Yassin. Unser dritter Beitrag zum Thema Leadership im Sport ist im Kasten. Diesmal der Basketballverein TuS Herrensohr, in dem ich auch selber in der zweiten Mannschaft mitspiele. Dort haben wir im Training wieder Trainer, Captain und die Mannschaft anhand von Fragebögen zu ihren Mannschaftszielen und persönlichen Zielen befragt. Aus dem Verein habe ich dann noch Nicolas Braun aus der ersten Mannschaft, der auch gleichzeitig mein Trainer in der zweiten Mannschaft ist. Hier bei mir im Studio und dann werden wir noch über den Verein reden. Auch das wird heute sehr, sehr interessant. Auf die Beitragsreihe Tipps und Tricks freue ich mich heute besonders. Da werde ich wahrscheinlich wieder ein paar Tipps wieder abgucken. Die Reihe heißt Tipps und Tricks Weihnachtsedition. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, könnt ihr dies über Facebook tun. Wir haben eine Seite orga.tv und dort könnt ihr uns jede Art von Anregungen oder Fragen einfach zuschicken und uns Fragen stellen. Freuen uns über jede Art von Anregungen. Wir starten mit der Reportagenreihe Flüchtlingsthematik. Wir haben euch die letzten Wochen einen groben Einblick gegeben über zum Beispiel die Landesaufnahmestelle in Lebach. Dann waren wir noch in der Organisation in St. Ingbert, die sich um die gelebte Integration kümmert und dort auch den Leuten bei den Wohnungssuchen hilft. Und genau in dieser gelebten Integration, da setzt unser nächster Beitrag ein. Es geht darum, um Sprache ist die erste Art, Leute zu integrieren in dem Land und das ist auch essentiell, wenn man sich hier einleben möchte. Und wir haben dort eine Flüchtlingsunterrichtsstunde besucht an der Uni. Auch an der Uni passiert in puncto Integration etwas. Die Uni bietet als einer der ersten Unis Flüchtlingen die Möglichkeit, relativ unbürokratisch anfangen zu studieren. Sie können einen Test ablegen, der ungefähr auf dem Niveau von dem saarländischen Abitur ist. Und dieser Deutschkurs bietet den Studierenden die Möglichkeit, Deutsch zu lernen und sie auf ihr Studium vorzubereiten. Ja, und nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur wird dort den Teilnehmern vermittelt. Und Ziel ist es, neue und engagierte Studenten aus diesem Kurs hervorzubringen. Wir waren zu Gast bei diesem Deutschkurs für Flüchtlinge und wollen uns eure Eindrücke in den nächsten Beitrag mit euch teilen. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. In dieser Woche bleiben wir mit unserer Flüchtlingsreportage auf dem Unicampus. Interessierte Flüchtlinge konnten nämlich in den vergangenen Wochen einen Eignungstest ablegen, der es ihnen ermöglicht, ab dem nächsten Wintersemester in einem MINT-Studiengang zu studieren. Damit unsere neuen Kommilitonen aber auch sprachlich in der Vorlesung mitkommen, ist im November ein Deutschkurs speziell für diese Gruppe Flüchtlinge am Studienkolleg gestartet. Wir haben eine Deutschstunde mit der Kamera begleitet und mit Dr. Michael Aulbach, dem Leiter des Studienkollegs, gesprochen. Der Deutschkurs ist halt der Bereich, in dem die sprachlichen Grundlagen gelegt werden. Und das ist unser Job. Das machen wir ja seit 50 Jahren und das machen wir auch hier. Die Zielsetzung ist aber ganz klar. Am Ende dieses Semesters soll hoffentlich der Nachweis erbracht werden, dass man den Vorbereitungskurs belegt, der dann zur Sprachprüfung führt, die für den Hochschulzugang relevant ist. Also wir sind praktisch so ein bisschen das Eingangsportal zur Universität. Also einen schönen guten Morgen allerseits. Herzlich willkommen zum Unterricht am Donnerstag. Wir haben insgesamt 18 Leute im Flüchtlingskurs, in dem Segment. 80% homogene Gruppe, arabischsprachige Studenten Eritrea sind ja englischsprachig und sprechen Tigrinisch, der Sprache, die wir gar nicht kennen. Normalerweise haben wir eben extrem internationale Gruppen und das bringt auch eine Herausforderung. Einerseits kann man natürlich durch Übersetzen lassen gewisse einfache Dinge klären, andererseits ist ja das Spekulieren und das Suchen nach der Bedeutung ein wichtiger Lernprozess. Also da sind die Lehrer gefragt, die Balance zu halten. Es ist insofern ein sehr besonderer Kurs, wir haben das sonst also nie. Kennen Sie ein Wort? Man sagt anstrengend. Wie heißen die Sportarten? Gehen Sie mal die einzelnen Bilder durch und überlegen Sie, weiß ich,
was das ist. Vielleicht ist es auch nicht klar. Und überlegen Sie, wissen Sie das Wort auf Deutsch? Und wenn nicht, vielleicht weiß ja der andere etwas und wir machen das. Immer ist Sprache und Kultur nicht trennbar. Sprache vermittelt Kultur und Kultur ist geprägt durch Sprache. Bei uns ist Kultur auf jeden Fall sehr wichtig. Einerseits Deutschland als Land, wo sie leben, gewisse Eigenheiten, aber natürlich auch Arbeitskulturen, wie zum Beispiel, dass man präsentiert, dass man Gruppenarbeiten macht, dass man auch eigenständig arbeitet, selbstständig Lücken schließt. Gerade bei dem Kurs ist das eben wichtig, weil die Leute sehr heterogene Lücken haben. Und das sind kulturelle Eigenheiten, die jetzt nicht so landeskundlich sind, aber eben wissenschaftskundlich, und die werden in unsere Kurse immer mit eingebaut. Was wir als Lehrkräfte machen, ist nie Arabisch sprechen, weil wir das nicht können. Also Arabisch kann bei uns nur der Tutor. Was ist da oben? Dann soll Ihre Worte herkommen. Er läuft, er rennt, er startet, er hebt, er trägt. Wir sprechen nur Deutsch im Kurs. Es gibt mal ein Wort, das man übersetzt ins Arabische, ins Englische. Aber das ist praktisch Ersatz für ein Wörterbuch. Das sind nicht Sequenzen, das sind nicht Strukturen. Ich versuche auch grammatisch Vergleiche herzustellen mit anderen Sprachen, aber auf Deutsch. Mich. Ich kann nicht sagen, ich freue Sie. Ich frage mich. Dann sage ich, frage Sie, woher kommen Sie? Ja. Und ich sage, ich frage mich, ja, gehe ich heute Abend ins Kino oder bleibe ich? Also ich habe regelmäßig in dem Kurs noch mehr als mit anderen und eine Rücksprache mit meinen Co-Lehrern. Und wir haben alle den Eindruck, dass es ein sehr konzentrierter, ein sehr leistungsbereiter Kurs ist. Die sind sehr gefordert. Sie kommen natürlich auch jetzt durch dieses plötzliche Umschwenken auf rein deutschsprachige Milieus an die Grenze. Sie sind teilweise auch ein bisschen schon gestresst, aber das macht sich nicht negativ bemerkbar, sondern so mit einer gewissen Müdigkeit. Der Kurs hat eine sehr hohe Moral und er kommt schnell voran, und wir hoffen, dass dadurch eben auch die Weichen gestellt sind, dass wir in einem Jahr neue Studenten daraus eben hervorgebracht haben. Ja, es war sehr schön zu sehen, wie wissbegierig und engagiert die Kursteilnehmer und der Lehrer dort waren. Und vielen Dank, dass wir euch dort begleiten durften. Jetzt habe ich noch einen Tutor bei mir des Deutschkurses, Nabil Yassin, bei mir im Studio. Wenn du dich einmal ganz kurz vorstellen kannst. Ja, hallo. Ich bin Nabil Yassin. Ich komme aus Syrien, bin in Deutschland geboren. Ja, und ich mache im Moment Studienkollegie in Saarbrücken. Ja. Und dann fange ich mit meinem Studium an, also Architektur. Okay. Wann würdest du anfangen mit deinem Studium? Wie lange dauert das noch? Also 2 Monate und dann bin ich endlich fertig. Ja? Ja. Und warum möchtest du Architektur studieren? Also ich fand Architektur schon immer interessant. Also ich mag auch zeichnen, finde ich auch sehr schön und so. Und dass man also alles weiß, wie alles gebaut wird und so weiter und so fort. Ja. Ist das in deiner Familie schon, dass jemand Architektur gemacht hat? Also mein Onkel ist Architekt und auch mein Cousin ist, also hat Bauingenieurwesen studiert und so, ja, habe ich schon einen Blick. Ja, da kannst du bestimmt ein paar Sachen mitnehmen. Ja, ja, klar. Ein paar Sachen fragen. Ja, und welche Sprachen sprichst du selber? Also ich spreche Arabisch und Deutsch und ein bisschen Englisch. Okay. Geht so. Ja. Ja. Und du sprichst aber schon sehr gut Deutsch, finde ich. Ja, also, ja, relativ gut, ja. Geht so. Okay. Und seit wann bist du dort als Tutor tätig und wie bist du da an den Job gekommen? Also ich habe damit angefangen schon seit 2 Monaten ungefähr oder einen Monat. Und also zuerst habe ich immer in Lehrbach übersetzt, Arabisch-Deutsch und Deutsch-Arabisch für die neuen Flüchtlinge, die gekommen sind. Ja. Und dann hat ein Freund von mir erzählt, dass Herr Albach einen Student sucht, der Arabisch kann und Deutsch auch kann. Ja, und dann habe ich alles mit Herr Albach geregelt und konnte ich direkt anfangen. Okay, und was hast du dort in Lehrbach gemacht? Was hast du dort, also, was war deine Aufgabe? Es gab Flüchtlinge, die nicht gut Deutsch, überhaupt kein Deutsch kennen und auch nicht Englisch. Und manche konnten auch nicht sehr gut Arabisch schreiben oder so. Mhm. Ja, und dann musste ich ihnen helfen, ein paar Papiere ausfüllen und also
die Sachen, die sie nicht verstehen oder was dort gesagt wird, übersetzen. Okay, und deine Aufgabe jetzt in dem Tutor-Bereich, dort bei dem Deutschkurs? Also der wichtigste Punkt ist dort, dass ich mit den Studenten dort Vertrauen aufbauen kann. Mhm. Und wenn sie Probleme haben, dass sie wissen, dass ich immer da bin. Und immer Hausaufgaben bearbeiten und alles, was sie brauchen im Alltag, innerhalb der Uni, außerhalb der Uni, kann ich immer helfen. Also. Okay, also wie so ein Paten, genau, Tutor, also, der ja. Wie die Leute da ist. Also alles drum und dran. Immer. Okay, und woher stammen deine Studenten oder die Leute, die also, du betreust? Die meisten kommen aus Syrien, aber es gibt 3 Studenten, die aus Eritrea kommen. Okay, und wie viel Zeit nimmt das so in der Woche ungefähr in Anspruch? Also jeden Tag 2 Stunden, außer Mittwoch habe ich keinen Unterricht. Also. Okay, und machst du noch außerhalb von dem Studium oder von diesem Tutorbereich was mit den Leuten? Ja, also wenn einer Probleme hat mit dem Jobcenter oder dem BAföG-Amt oder er weiß nicht, wo er einkaufen gehen muss oder also egal, was er braucht, also bin ich immer da für sie, hoffentlich. Okay, ja, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Ja, danke Ihnen auch. Und ja, viel Erfolg noch in deinem Studium bei Architektur. Ja, danke. Wünsche ich dir sehr, sehr viel Erfolg. Okay, vielen Dank. Ja, bitteschön. Ja, wir machen weiter mit unserem Beitrag zum Thema Leadership im Sport. Unser dritter Verein ist der TuS Herrensohr, eine Basketballmannschaft. Und der Verein trainiert im Sportzentrum in Duttweiler. Dort haben wir wieder Coach, Captain und die Mannschaft anhand von Fragebögen befragt, wie die Beziehung zu den Spielern zwischen Trainer ist. Und ich selber spiele in der zweiten Mannschaft. Ich habe damals in der Schule angefangen, Basketball zu spielen, habe dann aber wegen dem Bachelor in Mainz, wegen dem Studium aufgehört zu spielen. Als ich dann aus Mainz hier ins Saarland kam, habe ich mir überlegt, wie kann ich Leute kennenlernen und wie mache ich das? Da ist mir als erstes eingefallen, dass ich wieder anfangen könnte mit Basketball, neue Leute kennenzulernen. Und der Nikolas, der auch gleich bei uns im Studio sein wird, der hat mich einfach mal zum Training mitgenommen, hat gesagt, ja, gucken wir mal, was du noch so kannst. Und ja, ich wurde dort sehr, sehr herzlich aufgenommen von der Mannschaft. Ich wurde von allen abgeklatscht mit Hand, direkt am ersten Tag. Und ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Und ich konnte mich dadurch ins Saarland auch integrieren und wurde dann auch richtig aufgenommen und konnte da auch richtige Freundschaften schließen. Also ich wusste schon ab dem ersten Training, dass ich ein Teil der Mannschaft bin. Und das wird auch sehr durch den Trainer eben Cheesy unterstützt. Und der ist auch jemand, der wirklich sehr, sehr Beziehungen zu seinen Mitspielern aufbaut. Und ja, der Beitrag zeigt diese herzliche Atmosphäre, die ich auch erleben durfte, die auch durch den Trainer eben beeinflusst wird. Und welches Ergebnis über den Trainer rauskam anhand der Fragebögen, wie seine Beziehung zu den Spielern ist, könnt ihr jetzt euch in dem nächsten Beitrag einmal selber ein Bild davon machen. Furcht und Ball, Furcht und Ball. Furcht und Ball. Danke. Die Serie Leadership im Sport geht weiter. Wir haben die Basketballmannschaft des TuS Herrensohr besucht. Vor Ort haben wir auch hier mit Trainer und Mannschaftskapitän über ihre langfristigen Ziele und den Führungsstil gesprochen, sowie Fragebögen zu diesen Themen an Mannschaft, Coach und Captain ausgeteilt. Wir wollten wissen, was die langfristigen Ziele von Trainer, Kapitän und Mannschaft sind. Als langfristiges Ziel für das Team ist eigentlich immer mehr Spaß zu haben. Das heißt, eigentlich ein Team aus dem ganzen Haufen der Jungs zu bilden und da natürlich am Schluss dieser Saison Meister zu werden und aufzusteigen. Ein langfristiges Ziel für die Mannschaft wäre für mich, die gesamte Mannschaft innen und außen attraktiv zu machen. Das bezieht sich natürlich zum einen auf die sportliche Entwicklung, verbunden vielleicht mit einem Aufstieg in eine höhere Liga. Das ist natürlich das eine, was immer motiviert. Zum anderen aber auch attraktiv machen nach innen. Das heißt, für die Fans vom Auftreten her auch die Mitspieler unterstützen, den Verein unterstützen, sodass man insgesamt als Team mit einer sehr guten Situation den Verein repräsentiert. Und diese Punkte im Team so zu festigen, dass sie selbstverständlich werden, wäre eine schöne Sache. Die Mannschaft nennt als primäres Ziel geschlossen den Aufstieg in die Oberliga. Aber auch der Spaß am Sport ist wichtig. Auch nach den persönlichen, langfristigen Zielen von Trainer, Kapitän und Mannschaft haben wir gefragt. Persönliches Ziel, ich spiele jetzt schon ein bisschen länger Basketball, aber ich will natürlich der beste Basketballer werden, der ich selbst persönlich sein kann. Und das heißt dann auch, ein guter Kapitän für meine Mannschaft zu sein.
in unserem Sport langfristig persönliche Ziele zu setzen, ist sehr, sehr schwierig. Viele Sachen sind von Gegebenheiten abhängig, die wir nicht beeinflussen können. Wechsel Studienplatz, Wechsel Arbeitsplatz. Wir sind ja keine Profis, also es gibt immer sehr schnell Veränderungen, auf die man nicht eingestellt ist. Deswegen ist eine langfristige Planung sehr, sehr schwierig. Aber zum einen verbunden natürlich mit einer guten Jugendarbeit kann man natürlich schon mittelfristig zumindest Ziele aufbauen, heißt dem Verein eine gute Struktur geben. Wenn es jetzt um meine eigenen Ziele geht langfristig, da sind eigentlich zwei Punkte zu nennen. Das eine ist, wenn ich mich irgendwann mal vom Team trenne, wäre es für mich wichtig, dass man im Verein auch vom Team her sagen kann, wir gehen im Guten auseinander, das Team hat sich technisch, taktisch, kämpferisch, läuferisch verbessern können und man hat die Arbeit gesehen. Und zum anderen ist es so, wenn die Entwicklung der letzten beiden Jahre hier anhält, die ja sehr positiv ist, dann würde ich vielleicht darüber nachdenken, eine weitere Trainerlizenz zu machen und hier vielleicht noch weiter aufzubauen. Als persönliches Ziel nennen die Spieler, an sich selbst zu arbeiten und besser zu werden, eine Bereicherung für das Team zu sein, zum Mannschaftsziel beizutragen sowie Spaß beim Basketball zu haben. Coach Cheesy hat uns erklärt, was seiner Meinung nach die drei größten Verpflichtungen eines Trainers gegenüber seiner Spieler sind. Also Verpflichtungen gegenüber Spielern hängt ja auch immer mit der Mannschaft zusammen. Ist für mich als eins meine eigene Zuverlässigkeit, Einsatz und Engagement. Ich kann schlecht von einzelnen Spielern und der Mannschaft verlangen, immer zu arbeiten, sich verbessern zu wollen, wenn ich nicht selbst zuverlässig bin. Deswegen, bevor ich überhaupt an irgendein Training denke, das Allerwichtigste ist, ich bin da, und das ist auch der Punkt, den eigentlich im Verein jeder kennt, dass ich einfach, wenn Training ist, auch da bin, egal was ist. Das Zweite ist, das ist sicherlich intern der wichtigste Punkt, das bedeutet, dass man den Spielern beibringt, dass alle Entscheidungen, alle Kritik auf einer fairen Entscheidung beruhen. Das heißt, Fairness der Entscheidungen muss nachvollziehbar sein. Wenn jemand nicht spielt, muss es nachvollziehbar sein. Wenn man im Training kritisiert, auch. Die Spieler müssen das Gefühl haben, der Coach macht zwar Fehler, kann nicht alles korrekt machen, aber er versucht immer eine gewisse Fairness umzusetzen im Team, dann kommt das auch wieder vom Team zurück. Davon bin ich überzeugt. Der dritte Punkt ist natürlich das Sportliche. Jeder, der diesen Sport betreibt, keiner ist Profi, aber alle investieren viel Zeit für die Durchführung ihres Hobbys. Dann muss auch jeder die Chance haben, sich sowohl individuell im Training verbessern zu können. Das Training muss also so aufgebaut sein, dass es eine individuelle Verbesserung gibt. Andererseits aber auch jeder Spieler merkt, dass er sich mit der Mannschaft positiv weiterentwickeln kann. Das heißt, ich muss nicht individuell der Beste sein, um mich mit der Mannschaft weiterentwickeln zu können. Aber ich habe auch jedes Training nochmal für mich die Chance, mir einen persönlichen Schub zu geben. Sei es technisch, kämpferisch, physisch, egal. Aber es gibt immer eine Chance, sich ein Stück weiter nach vorne zu bringen. Weiterhin haben wir sowohl den Trainer als auch den Kapitän darum gebeten, eine Reihe von Faktoren hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für den Mannschaftserfolg zu ordnen. Dabei steht sowohl für den Trainer als auch für den Kapitän die Motivation an erster Stelle. An zweiter Stelle steht für den Trainer die individuelle Leistungsfähigkeit seiner Spieler. Der Kapitän nennt hier den Teamgeist. Auf dem dritten Platz steht die Fitness der Disziplin gegenüber. Auch der Kapitän sieht die Fitness als relativ wichtig an. Faktoren wie Taktik oder die Autorität des Trainers sehen beide eher im mittleren Feld. Was das Vertrauen der Spieler in den Coach sowie den Teamgeist und die Disziplin betrifft, haben Trainer und Mannschaftskapitän unterschiedliche Ansichten. An letzter Stelle steht wie letzte Woche beim Fußball für beide das Pampern einzelner Teammitglieder. Der wichtigste Erfolgsfaktor für den Mannschaftserfolg ist, so sind sich beide aber einig, die Motivation. Abschließend wollten wir erfahren, wie der Trainer seinen Führungsstil beschreibt und was die Erwartungen und Einschätzungen der Spieler seinen Führungsstil betreffend sind. Der Coach gibt an, dass er in der Vorbereitungsphase wie auch am Wettkampftag ein größtmögliches Ausmaß an Aufgabenorientierung bei der Führung der Mannschaft für wichtig hält. Die Beziehungsorientierung hält er auf einem mittleren Niveau. In der Phase der Nachbereitung setzt der Trainer auf eine gleichermaßen hoch ausgeprägte Aufgaben- und Beziehungsorientierung. Der Mannschaftskapitän beschreibt den Führungsstil seines Trainers als in höchstem Maße beziehungsorientiert und im mittleren Ausmaß aufgabenorientiert. Die Mannschaft beschreibt den Führungsstil als in gleichem Maße stark beziehungs- und stark aufgabenorientiert.
Insgesamt sehen sowohl der Trainer selbst als auch der Kapitän und die Mannschaft den Führungsstil des Trainers im Bereich des Teammanagers. Der Trainer selbst sieht seinen Führungsstil jedoch mit leichter Tendenz zum Drillmeister, bei dem die Aufgabenorientierung höher ausgeprägt ist als die Beziehungsorientierung. Der Captain beschreibt den Führungsstil als Teammanager mit leichter Tendenz zum Förderer, bei dem die Beziehungsorientierung höher ausgeprägt ist als die Aufgabenorientierung. Wie schon gesagt, bewegen sich aber alle Beschreibungen des Führungsstils im Bereich des Teammanagers, bei dem sowohl eine hohe Aufgabenorientierung als auch eine hohe Beziehungsorientierung vorliegt. Ja, danke an den Verein für die Einsatzbereitschaft. Ihr habt euch echt viel, viel Zeit genommen. Danke nochmal auch an alle Spieler und den Captain und den Trainer. Ja, wenn ich mich einmal ganz kurz vorstellen darf, das ist Nikolas, Spieler der ersten Mannschaft, habt ihr im Video ja wahrscheinlich auch schon gesehen, und gleichzeitig mein Trainer der zweiten Mannschaft. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Vielen Dank, hallo. Ja, wie lange spielst du schon Basketball und wie kamst du zum Basketball? Ja, schätzungsweise vor 15 Jahren kam eine gute Bekannte der Familie, die hat damals die Kinder quasi beim TuS Herrensau trainiert und die hat gemeint, ja, hast nicht mal Lust vorbeizukommen, und dann bin ich einmal mit ins Training und seitdem war es halt so, seitdem war ich dort und auch nie mehr gewechselt, nie mehr aufgehört. Ja, war bei mir ähnlich, außer eben zum Bachelor, da habe ich kurz aufgehört, aber dann bei euch wieder angefangen, auch durch dich auch nochmal, ne? Und hast du immer ein großes Vorbild? Also bei mir war das immer Dirk Nowitzki, weil das so der bekannteste deutsche Sportler oder Basketballer ist. Wer war das bei dir? Ja, mit Dirk Nowitzki konnte ich mich nie so richtig identifizieren. Ein großer Spieler, das ist jetzt ja zu mir genau das Gegenteil. Deswegen, also bei mir war es Kobe Bryant. Okay, ja, du hast ja von ihm immer die Schuhe an im Training, ne? Genau. Und, aber er hört ja leider demnächst auf. Ne? Genau, leider Gottes, ja, letzte Saison. Ja. Mal schauen, wie es weitergeht. Richtig, ja, ich bin auch sehr gespannt. Und was fasziniert dich am Basketball? Und Basketball ist ja oft taktischer, als man vielleicht denken würde jetzt über den Sport. Ja, ich denke auch, das macht es halt auch aus. Es ist, geht nicht darum, irgendwie, keine Ahnung, dass ein großer NBA-Spieler zum Korb dribbelt und ein Dunking macht oder dass ein einziger versucht, den Ball in den Korb zu kriegen, sondern es ist eher so wie so ein Schachspiel, dieses mal schauen, was der Gegner macht, wo die Schwachstellen sind und diese dann auch auszunutzen, was natürlich auch dann erfordert, dass man vom eigenen Team oder von sich selbst auch die Stärken erkennt und die versucht auszuspielen. Deswegen, es ist doch viel mehr als dieses Highlight-Basketball, das man im Internet immer so sieht. Ja, das stimmt. Da habe ich auch die Erfahrung gemacht. Und welche Position nimmst du bei euch in der Mannschaft während dem Spiel und während dem Training ein und welche abseits vom Feld? Ich würde mal sagen, auf dem Feld ist es eher so mein Part, so ein bisschen Tempo, ein bisschen Dynamik ins Spiel reinzubringen, also ein bisschen Kampfgeist und das auch auf die Mitspieler zu übertragen oder es zu versuchen irgendwie, so ein bisschen zum Anheizen und dann auch die Gegenspieler dazu zu veranlassen, den Ball zu verlieren oder so. Ja. Abseits des Feldes denke ich zum einen, dass ich versuche, dem Captain ein paar organisatorische Sachen irgendwie abzunehmen, dass er alles alleine machen muss. Und dazu, da ich auch Trainer der zweiten Mannschaft bin, so ein bisschen die Jugendspieler hochzubringen, in den Herrenbereich zu integrieren quasi, zu schauen, dass sie ins Training kommen, abholen, hinfahren, wie auch immer, denke ich, das ist auch so ein bisschen meine Aufgabe, ja, was auch mit dem Trainer zusammenhängt. Ja, richtig. Und wenn du jetzt sagen würdest, du bist ja Trainer und Spieler, was denkst du ist wichtig für dich als Spieler in der Mannschaft und wo setzt du die Prioritäten als Trainer dann? Ich denke, übergreifend kann man sagen, dass das Teamspiel eigentlich das Wichtige ist. Wir sind, glaube ich, beide Mannschaften auch jetzt speziell bei uns nur stark im Team, gewinnen auch nur, wenn wir zusammenspielen. Ich denke, auch nur dann haben wir Spaß. Wenn wir in so Einzelkämpfe auf dem Feld verfallen, dann hat keiner richtig Spaß. Deswegen ist es besser, wenn wir als Team zusammen, wenn jeder einen Part hat, jeder mal alles machen darf, denke ich, hat jeder Spaß und durch den Spaß am Spiel, dadurch werden wir auch stärker und dadurch gewinnen wir auch unsere Spiele. Und ich glaube, das ist bei beiden Mannschaften eigentlich so das Wichtigste. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das hat man auch im Video ganz gut gesehen, dass da auch der Spaß und auch bei beiden Interviews, dass der im Vordergrund auch steht, trotz der Leistung, die da auch wirklich dahinter steckt. Ja. Und wie schätzt du Cheesy in dem Video ein? Er ist ja auch relativ aufgabenorientiert, also was ich immer so im Training mitbekomme. Was denkst du, worauf kommt es an, wenn man euch führen will als Mannschaft? Also ich glaube, was ganz wichtig ist, der Cheesy schafft es, viele verschiedene Spielertypen, wobei bei uns ganz viele Spieler auch recht extrovertiert auftreten, alle unter einen Hut zu bekommen und alle irgendwie im Griff zu haben, dass keiner aus der Rolle fällt und daraus eine Mannschaft zu bilden. Und das
Ein Trainer schafft das dadurch, dass er sehr aufgabenorientiert, sehr auf das Ziel fokussiert, auf den Aufstieg fokussiert handelt und es versucht immer weiterzubringen. Allerdings abseits des Platzes, keine Ahnung, zum Beispiel in der Losteria, was ja unser Sponsor ist, dann initiiert er dort ein Treffen, mal um Pizza zu essen oder nach dem Training noch ein Bier irgendwo in Duttweiler oder so. Oder öfter ist es auch so, dass er uns zu sich einlädt und was kocht und so. Also ja. Er versucht schon außerhalb des Platzes auch so eine Mannschaft zu formen und ich denke, das macht er auch sehr gut und das ist auch wichtig. Ja, das habe ich auch immer die Erfahrung gemacht, dass wenn etwas ist, kann man zu Cheesy auf jeden Fall kommen. Genau, auch privat, ganz egal. Richtig, ja. Und welche Dinge kannst du dir als Coach davon abgucken, die Cheesy zum Beispiel uns vorlebt? Also ich denke, gerade in taktischer Hinsicht hat der Cheesy schon noch ein bisschen was voraus, ist schon deutlich erfahrener als ich. Und ja, auch was für mich am Anfang schwierig war, war, wie gestalte ich eine Auszeit, was sage ich in der Auszeit, was ja gerade für das taktische Basketball ganz wichtig ist, die Auszeit richtig zu nehmen und dann auch die richtigen Worte zu finden. Das macht der Cheesy oft ganz gut. Ja. Und das war für mich am Anfang schwierig, was ich mir jetzt auch so ein bisschen angewöhne, das ähnlich zu machen. Und ich glaube, das ist so der Hauptpunkt. Okay. Und du bist ja auch Jurastudent. Kannst du denn aus den Erfahrungen, die du als Trainer auch sammelst, wenn du uns coacht, auch Sachen für deine Persönlichkeitsentwicklung und für deinen Beruf eben als Anwalt, denkst du, da kannst du da was rausnehmen? Ich glaube ja. Als Trainer zum Beispiel war es für mich schön zu erkennen oder auch wichtig zu erkennen, dass es nichts bringt. Also es ist zwar wichtig, dass alle gleichberechtigt sind in einer Mannschaft oder in einem Team, auch auf der Arbeit, ganz egal. Allerdings bringt es nichts, wenn alle irgendwie gleiches Stimmrecht haben. Es muss irgendwie einen geben, der dann letztlich entscheiden kann. Ansonsten ist man ja immer in einer Riesendiskussion. Und das war für mich als Trainer wichtig. Ich habe ja auch einige ältere Spieler, sage ich mal, dabei, die schon länger spielen, die dann auch immer eigene Einflüsse haben. Mhm. Dennoch gibt es da ganz verschiedene Philosophien und einer muss halt schon sich für eine entscheiden und das halt auch klar machen und da Stellung beziehen. Und das war auch was ich am Anfang nicht so gut konnte, was jetzt hoffentlich besser wird. Ja. Ich denke, das ist auch ganz wichtig und das kann man auch ganz gut auf irgendwas, auf egal welche Arbeit, in welchem Bereich übertragen. Genau, auf jeden Fall Leadership gehört da ja auch das, was unser Thema ist, dazu. Genau, richtig. Ist ganz wichtig. Und was denkst du mal ganz abstrahiert jetzt von dem ganzen Sportlichen, sind so die wichtigsten Faktoren und soziale Komponenten, die unseren Verein prägen? Ich glaube, gerade jetzt, gerade bei uns, das hat sich jetzt in letzter Zeit einiges entwickelt, war also sehr positiv entwickelt. Wir sind zu einer Gemeinschaft zusammengekommen. Nicht nur in der ersten Mannschaft, auch in der zweiten und dritten Mannschaft. Und von der zweiten und dritten kommen ja auch öfter Leute bei uns ins Training, spielen da mit. Keiner ist da irgendwie, sitzt auf der Bank und zum Beispiel die erste Mannschaft trainiert und die anderen müssen raus. Das gibt es bei uns nicht. Ja. Das ist alles eins, jeder versteht sich auch mit jedem. Von daher denke ich, ist gerade dieses Gemeinschaftsgefühl das, was es ausmacht und deswegen macht es auch dieses Jahr besonders Spaß. Ja, finde ich auch. Also habe ich auch den gleichen Eindruck. Ja, vielen Dank für deine Eindrücke und vielen Dank auch nochmal von meiner Seite aus, dass du uns jedes Wochenende coacht und dir so viel Zeit nimmst und opferst, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Und viel Erfolg noch für deine Mannschaft und den Aufstieg dann. Vielen Dank. Bitteschön, gerne. Ja, ich bin schon sehr gespannt auf die Weihnachtsedition von Tipps und Tricks, diesen Beitrag. Diesmal haben wir ein paar nette Geschenkideen für euch zusammengestellt. Wenn ihr da noch ratlos seid, was ihr euren Lieben schenken wollt, hier ein paar kleine Tipps, die ihr stressfrei und einfach zu Hause vorbereiten könnt und dann die Geschenke an eure Lieben verteilen. Vor allem der Rocher-Engel spricht mich an, aber seht einfach mal selbst, was ihr davon haltet. Zum Start der Weihnachtsreihe haben wir heute drei kleine und günstige Mitbringsel für Weihnachten. Erste Idee, Backmischung im Glas. Dazu benötigen wir Zucker, Mehl, Nüsse, Vanillezucker und Kakao. Außerdem ein Einmachglas und Weihnachtsdeko. Schüttet alle Zutaten nacheinander in das Glas. Die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle. Jetzt nur noch schön dekorieren und fertig ist das erste Weihnachtsmitbringsel. Vergesst aber nicht, eine Rezeptanleitung an dem Glas zu befestigen. Zweite Idee, Quetsch-Zimtlikör. Dazu benötigen wir Quetschschnaps, Zucker, Zimtstangen und Deko. Zuerst füllen wir den Zucker in die Flasche, danach wird der Schnaps dazugegossen. Zum Schluss noch die zwei Zimtstangen in die Flasche geben und 24 Tage stehen lassen. Jetzt mit einem schönen Zweig dekorieren und mit einer Schleife verschönern. Dritte Idee, der Rocher-Engel. Dazu
Dazu benötigen wir Rocher, eine Holzkugel, Engelslocken, Kohleaugen, Kleber und Karton. Zunächst werden die Flügel des Engels mit goldenem Glitter verziert. Danach werden die Augen auf die Holzkugel geklebt und die Haare fixiert. Jetzt nur noch Rocher, Flügel und Kopf zusammenkleben. Wir wünschen euch viel Spaß beim Verschenken. Ja, da waren wieder mal ein paar super Tipps dabei. Ich denke, da werde ich mir auch wieder was abgucken und viel Spaß bei euch beim Verschenken, wenn ihr das dann einmal ausprobiert und zu Hause. Damit ihr wisst, was euch nächste Woche erwartet, ein kleiner Ausblick auf die nächste Sendung euch erwartet. Zum einen waren wir bei der Flüchtlingshilfe in Blieskastel und dann zum Thema Leadership im Sport haben wir die Frauenmannschaft, die Fußballmannschaft vom FCS. Da bin ich auch sehr gespannt, dass wir da auch mal den Vergleich zwischen Frauen und Männern sehen und bin sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Wir zeigen euch noch Tipps und Tricks, eine weitere Weihnachtsedition mit ein paar netten Deko-Tipps, wo ich mir dann auch wieder was von abgucken werde. Jetzt sind wir wieder am Ende unserer Sendung. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Und dann bis nächste Woche um 18.18 Uhr auf orga.tv.